Ja. Untersucht geht's so. Da was geht denn will, dass sie den Goblin genau unter die Lupe nehmen. Falls ihr dort etwas Seltsames findet, bringt es zu ihm. Ja, können wir nur nicht mehr. Haben wir nämlich schon. Und wir haben jetzt Gizos Rune, die Stufe 10 voraussetzt. Auch gut. Können ihn also noch gar nicht ausrüsten. Aber ich bin sicher, noch eine Stufe werden wir hier garantiert bekommen. Und wenn ich dafür nur die... Nur macht uns stärker, Meister. Die Gegner im Sumpf töten muss. Ruhm und Ehre. So, jetzt befreien wir noch ihn hier. Otter. Mal gucken. Das ist ein Hinterhalt. Ein feiger Angriff. Ein ehrloser Hinterhalt. Der Tod ist nur der Anfang. Gebt euren Befehl für die Macht Nors. So, du brennst ziemlich gut, deswegen heilen wir dich mal ein bisschen. Eure Gegenwehr ist vergebens. So. Vespo wurde aktualisiert. Echosümpfe. Redet mit Hota. Der Anführer der Orks scheint verhandlungsbereit zu sein. Sprecht ihn an. Sein Wissen mag euch nützen. Aha. So, Bumm hat's gemacht. Jetzt aktiviere ich aber erstmal wieder den Runenstein hier oben. Bei den drei Händlern. Nahe dem Goblinlager und mach Miratur. Aber ich will nirgendwo hin gerade. Ich will mit Horta reden. Naja, jetzt haben wir keine andere Möglichkeit mehr. Wenn wir da rein wollen, müssen wir das Tor aufkriegen. Wenn wir da rein wollen, müssen wir das Tor aufkriegen. Wir scheinen jetzt eh alles mit Spawnern getötet zu haben. Es ist nicht nötig, mich zu erschlagen, Runenknecht. Ich habe Geld. Ich trachte nach Runensteinen, nicht nach eurem Beutel, Handlanger. Der Runenstein des Reovis? Reovis ist der letzte Grund, der verhindert, dass ich nicht schon längst mit Worims Gold durchgebrannt bin. An diese Rune kommt ihr nicht heran. Wie unvorteilhaft. Für uns beide. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ich kann euch helfen. Es gibt ein Nachschublager gleich in der Nähe. Ich werde es euch öffnen als Zeichen meines guten Willens. Dann erkläre ich euch, wie ihr Worim schlagen könnt. Also gut, geht voran. Wollen wir hoffen, dass eure Hinweise etwas taugen, Verräter. Okay. Müssen wir durch unsere Armee uns erstmal durchmogeln? Und dann ihm hinterher.
Und ja, wir kriegen jetzt Mondsilber rein. Noah macht uns stärker, Meister. Jetzt können wir theoretisch Todesritter gut unterhalten. Ressourcen haben wir. Ich sollte mich jedoch nicht von ihm abhängen lassen. Genau, er macht nämlich hier den Zugang auf. Und hier würde es halt in die Sümpfe schon mal runtergehen. Silbern glitzert der Tod. Ihr könnt erstmal hier warten. So, hier hätten wir noch mal ein bisschen Ressourcen. Ja, jetzt müssen wir da durch den Sumpf durch. Und ich sollte mal zwischendurch speichern. Also ja, hier ist ein größeres Ork-Lager. Und da hinten ist halt das Ork-Lager, das wieder zurück zum Anfang führt. Also ja, das hier stürmen, das könnte wirklich Aua machen. Hier haben die Orks ein paar Waren gelagert. Bedient euch. Ich hoffe, sie sind euch von Nutzen. Nun zu meinem Plan. Borim haust auf dem Rotfels oben im Osten. Der einzige Weg dort hinauf führt durch das alte Flussbett. Aber der Aufgang wird von den besten Kriegern der Orks bewacht. Nehmt es mir nicht übel, aber da kommt ihr mit euren Truppen nicht durch. Aber es gibt etwas, mit dem man die Orkwachen aus dem Weg räumen kann. Sveras Kriecher. Widerliche Biester, aber stark. Sie hören allerdings nur auf Sveras Flöte. Also brauchen wir diese Flöte. Svera hat ihr Lager im Nordwesten. Dort wird sie zu finden sein. Wenn ihr sie habt, gehen wir weiter. Nein, wartet, eins noch. Worin hält sich diese widerlichen Waldschrate? Sie streifen den ganzen Tag vor dem Gehege der Kriecher herum. Seht zu, dass sie verschwinden. Vorher mache ich keinen Schritt daraus. Ich hasse diese Bestien. Horta! Ah, Verrat überall! Svera, schick deine Leute los! Macht sie nieder! Das ist nicht gut. Nor, lassen wir sie nicht warten. Bereit. Mir nach. Ja. Sorry, aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher. Für die Ehre lassen wir sie nicht warten. Die Schlacht ist nahe. Hey, das heißt, wir können von oben aus angreifen. Das ist dann auch praktisch, wenn wir hier durchkommen. Und ja, Svera. Genau, Lagerkommandantin Svera. Geistert dort herum.
Gut, es ist ja auch alles wieder zugedeckt. Das sollte allerdings nicht so das Problemchen sein. Aber ja, zu dem Runenstein dann zurück teleportieren von dem hier aus. Hier haben die Orks ein paar Waren gelagert. Bedient euch. Nun ja, zu meinem Plan. Borim haust auf dem Rotfels oben im Osten. Der einzige Weg dort hinauf führt durch das alte Flussbett. Aber der Aufgang wird von den besten Kriegern der Orks bewacht. Nehmt es mir nicht übel, aber da kommt ihr mit euren Truppen nicht durch. Aber es gibt etwas, mit dem man die Orkwachen aus dem Weg räumen kann. Sveras Kriecher. Widerliche Biester, aber stark. Sie hören allerdings nur auf Sveras Flöte. Also brauchen wir diese Flöte. Svera hat ihr Lager im Nordwesten. Dort wird sie zu finden sein. Wenn ihr sie habt, gehen wir weiter. Nein, wartet, eins noch. Worin hält sich diese widerlichen Waldschrate? Sie streifen den ganzen Tag vor dem Gehege der Kriecher herum. Seht zu, dass sie verschwinden. Vorher mache ich keinen Schritt daraus. Ich hasse diese Bestien. Weichei. Ja, Questbuch aktualisiert. Und dann nach Miratur. Ja, diesmal meckert er nicht, scheinbar. Der böse Magier. Ein ehrloser Hinterhalt! Aber ja, was die Gegner angeht, hat er schon ein bisschen recht. Haben wir Truppen verloren? Ja, ein. Für die Ehre. Gebt euren Befehl. Hier. Für die Macht Nors. Auf mein Kommando. Das heißt, wir boxen uns jetzt hier rein. Lasst uns kämpfen. Habe ich euch nicht eingesagt, ihr sollt mir folgen? Vorsicht, Gegner! Ja, Lagerkommandantin Svera. Binnenflüsterer. Nor ist mit uns. Wir sind die der Schlacht Tod. Ist nahe. Für die Macht Nor, Krieger.
Warum wollt ihr hier nicht durch? Lassen wir sie nicht warten. Silbern glitzert der Tod. Lasst uns Ruhm kämpfen. Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Vorwärts, Krieger! Eure Gegenwehr ist vergebens. Oh, da unten ist auch noch ein Lager. Hm?